Servus Leute und willkommen zu einer neuen Tour hier auf Alpine Fun. Und zwar gehen wir heute auf den Laber. Das ist in den Ammergauer Alpen, einer der Hausberge von Oberammergau. Ich denke, das wird eine recht geschmeidige Tour. Ich parke jetzt hier genau an dem Parkplatz der Laber Bergbahn Talstation. Die Ticketpreise finde ich schon etwas saftig. Bis 4 Stunden 5 Euro und ab 4 Stunden 7 Euro. Okay. Von dem Parkplatz aus hier gehen wir hier rein. In diesen Weg starten wir ausgeschildert Schartenköpfe, also in südliche Richtung. So wird auch unsere Runde heute gehen. Auf den Laber über die Schartenköpfe. Und wir starten. Moderat steil geht es jetzt über diesen schön ausgebauten Kiesweg durch das erste Waldstück. So, jetzt verlassen wir den Wald und kommen auf eine etwas größere Forststraße. Genau, die überschreiten wir und folgen der Ausschilderung Schartenkopf. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Von hier kommst du, wenn du als Rundtour oben vom Laber aus die Rundtour über die Säuleralm machst. Da sage ich euch oben noch kurz was dazu, was es da für Möglichkeiten gibt. So, wir steigen jetzt hier erstmal weiter auf. Zwei Minuten nach dem Abzweig eröffnet sich euch dieses schöne Panorama hier. Und wenn ihr das seht, dann ist es wichtig, auf links zu achten. Links kommt jetzt hier eine Viehtränke und 10 Meter weiter geht von diesem Weg links ein Pfad rein. Der ist nicht beschildert, aber den nehmt ihr. Der Weg jetzt hier geradeaus, der verläuft sich und unser Pfad geht jetzt hier rein. Nach 2 Minuten geht es jetzt hier durch das Weidegatter durch, weiter auf dem unbeschilderten und auch im Großen und Ganzen unmarkierten Pfad. Wir kommen auf eine nächste Rückegasse, die wir aber überqueren und weiter dem Pfad folgen. Wir schlängeln uns jetzt serpentinig diese Skipiste hier empor. So, jetzt schrauben wir uns rechts neben der Skipiste, eher so ein bisschen im Wald, serpentinig empor. Dieser Anstieg hier über diese Piste, das ist schon was für Betriebstemperatur erreichen. Da muss man schon mal gründlich Luft holen. Wir haben jetzt mal die Skipiste verlassen und befinden uns jetzt im Wald, aber das Gelände ist nach wie vor ähnlich steil. So, ich bin vom Parkplatz aus jetzt 55 Minuten unterwegs und jetzt lichtet sich hier der Wald und es geht durch dieses Weidegatter durch. So. Von hier aus geht es jetzt noch geradeaus in die Richtung erstmal bis zur Laberalm, eine unbewirtschaftete Alm, die liegt auf dem Sattel zwischen Laberköpfel und Laber. Und
Da halten wir uns dann später mal rechts. Nach diesem ersten steilen Weg jetzt über die Skipisten und durch den Wald, der ganz klar aus der Kategorie Leck mich doch mal am Arschweg ist, ist man dann froh, hier oben auf etwas entschärfteres Gelände zu stoßen und mal zu verschnaufen. Ja, dieser Anstieg ist schon deftig. Okay, das war jetzt bloß ein kurzer Hatschall. Von da unten sind wir rausgekommen und hier oben habt ihr sogar eine Ausschilderung. Da geht es weiter, 45 Minuten bis zum Scharpenkopf. Also an der Stelle rechts herum, Leute. Da in die Bäume versteckt habt ihr die Laberalm, da das Laberköpfel. Und wir gehen jetzt auf der westlichen Seite in Richtung Süden unter den Scharpenköpfen lang. Jetzt geht es ein paar Meter bergab. Jetzt tut sich mal zum ersten Mal unser Etappenziel auf. Ihr seht es da oben, die Scharpenköpfe. Unser Weg führt uns weiter jetzt hier rum und tendenziell geht es dann von da hinten hoch. An diesem Felsen ist jetzt erstmal Schluss mit der Querung. Es geht jetzt hier links rum und serpentinig da hoch und von da aus geht es dann tendenziell links rein. Ja, gutes Gehgelände, ein bisschen rutschig. Bis an dieses Schild hier ran war das jetzt steiles, stufiges Gehgelände. Ab hier beginnen so die ersten steinigeren Stücke, vielleicht leichte Kraxeleinlagen. Schauen wir mal, aber auch nichts großartig Kompliziertes. Ja, nach reichlich anderthalb Stunden sind wir auf den Scharpenköpfen angelangt. Der Weg jetzt hier hoch war auch eigentlich keine Kraxelei, sondern eher stufiges Gehgelände mit ein, zwei Steinen im Weg. Also wirklich relativ anspruchslos. Aber Leute, das Geilste ist hier oben die Aussicht. Sensationell. Hier unter uns Oberammergau. Ach, sehr geil. Da unten das Ettal. Hier nochmal ein schöner Ausblick zum Laber-Vorgipfel, der Laber-Alm. Hier ist jetzt der Laber-Hauptgipfel, das ist unser nächstes Ziel. Ja, dann folgen wir mal dem Pfadsteig darüber. Eine erste kleine Kraxelei, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall schon mal mit Drahtseil gesichert, Leute. Also die etwas kritischen Stellen sind hier dann auch noch sehr gut abgesichert. Der Übergang jetzt von den Scharpenköpfen zum Laber ist wieder einfacheres Pfadgehgelände, waldig. Die Aussicht auf den Scharpenköpfen solltet ihr auf jeden Fall genießen. Lasst euch da die Zeit, weil ihr werdet dann vom Labergipfel eher enttäuscht sein, weil der mit dieser Aussicht überhaupt gar nicht mithalten kann. Der ist bewaldet, der Gipfel. Und wie gesagt, so schöne Aussichten ins Wetterstein und in die Ammergauer Alpen bekommt ihr nur von den Scharpenköpfen. So, jetzt kommen wir hier auf diesen kleinen Wiesenhang
mit der Bank davor. Das ist dann der Laber, oder besser gesagt die Kuppe da oben. Da schaue ich gleich mal, ob es auch noch ein Gipfelkreuz gibt. Von hier oben hast du auch noch einen schönen Blick, zwar nach Oberammergau, aber wie gesagt, der ganze Blick ist nicht ganz so spektakulär wie von den Schartenköpfen. Ja, diese kleine Steingruppe hier oben ist jetzt der Gipfel ohne Gipfelkreuz. Wie gesagt, da vorne unten steht das Bankerl. Und ja, ich gehe jetzt hier runter und zur Bahn. Vor uns tut sich jetzt schon die Bergstation der Bergbahn auf. Da gehen wir jetzt mal noch schnell hoch. So, jetzt sind wir bei der Bergstation angekommen. Jetzt hast du drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du gehst in die Richtung weiter über die Säuleralm und nimmst noch ein gepflegtes Kaltgetränk zu dir. Zweite Variante, du gehst denselben Aufstiegsweg wieder zurück. Oder du machst es wie ich und machst einen geschmeidigen Abgang mit der Bergbahn runter. So, mein Fazit zu dieser Tour, wie immer die Frage, ist sie anfängertauglich? Ja, auf jeden Fall ist sie anfängertauglich. Sie mögt für den puren Anfänger konditionell etwas fordernd sein, weil das steile Stück, die Skipiste hoch, ist schon schnaufig. Technisch ist aber nichts dabei. Es gibt am Aufbau der Schartenköpfe ein, zwei Stellen, die vielleicht ganz leicht was mit Kraxeln zu tun haben. Diese zwei Schlüsselstellen sind aber für Anfänger auch noch mit Drahtseilen entschärft und gesichert. Von daher gibt es hier wirklich technisch nichts auszusetzen. Absolut anfängertauglich. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr geschmeidige und lässige Tour und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt gesund und ihr wisst es, immer schön am Berg bleiben, Freunde. Wir sehen uns zur nächsten Tour, dann nehme ich euch wieder mit. Bis dahin, Servus, habe die Ehre. Ciao.